Diese zugegebenermaßen etwas ulkig aussehende Anlage hat tatsächlich das Potenzial, die Windkrafttechnik zu revolutionieren. Die Rede ist von Vortex Bladeless. Rotorblätter wie bei konventionellen Windkraftanlagen besitzt diese Windkrafttechnik nicht. Auch gibt es kein Getriebe, kein Generator im eigentlichen Sinn und auch keine Bremsen. Gewonnen wird der Strom durch Oszillation. Die Anlage schwingt im Wind. Zunutze macht man sich das Phänomen namens wirbelinduzierte Schwingung. Laut der Strömungsmechanik wird die Strömung des Windes durch das Auftreffen auf einen stumpfen Körper modifiziert. Ein zyklisches Wirbelmuster wird gebildet. Sobald allerdings die Frequenz dieser Kräfte nahe genug an der Strukturfrequenz des stumpfen Körpers liegt, beginnt der Körper ganz heftig zu schwingen und tritt in Resonanz mit dem Wind, wie wir hier an diesen Laternen sehen können. Das ist genau das, was wir in der Architektur, zum Beispiel bei Hochhäusern oder Brücken, unbedingt vermeiden wollen. Die Gebäude wären sonst hochgradig einsturzgefährdet. Hier bei der Windkrafttechnik allerdings liefert uns genau diese Schwingung Strom. Aber jetzt ehrlich, wirklich effizient wirkt so eine Anlage ja nicht wirklich. Kann sich ein solches System überhaupt ansatzweise rechnen? Wie hoch ist der Flächenverbrauch, die Effizienz, der Materialaufwand und wie viel kostet das System? Die Antworten auf diese Fragen überraschen. Unter dem Namen Vortex gibt es verschiedene Windkraftanlagen mit verschiedenen Größen. Manche sollen im kleinen Stil an Hausdächern angebracht werden. Andere wiederum, wie Vortex Tacoma, sind 2,75 Meter hoch. Die Anlage besteht aus zwei Teilen, einem Fuß, welcher fest im Boden verankert ist, und einem freischwingenden Mast. Gewonnen wird der Strom durch elektromagnetische Induktion. Erforscht und erprobt werden jedoch auch weitere Konzepte, wie die Entwickler in ihrer wissenschaftlichen Arbeit erwähnen. Im Mast befinden sich Magnetringe. Schwingt der Mast aufgrund des Windes, so treten elektromagnetische Wechselwirkungen mit der Spule im Inneren auf. Ein Strom fließt. Doch um dies wirklich zu gewährleisten, muss die Schwingung so groß wie möglich ausfallen. Möglich ist eine maximale Amplitude von 2,7 Grad. Und die sollte auch erreicht werden. Doch das passiert leider nicht von alleine. Die vorhin erwähnten Straßenlaternen schwingen nicht immer so stark im Wind. Das ist nur der Fall, wenn die Strukturfrequenz der Laternen mit der Frequenz der Wirbelungen des Windes übereinstimmt. Um also diesen Effekt für unsere Windkraftanlagen für die Stromgewinnung nutzbar zu machen, müssen wir so gesehen die Strukturfrequenz der Anlage durchgehend an die Wirbelungsfrequenz angleichen. Die Lösung dafür ließ sich die Firma hinter Vortex Bladeless sofort patentieren. Die Steuerung erfolgt über die Magnete. Mit deren Kräfte und Wechselwirkungen kann sozusagen die Stärke feinjustiert werden. Wer die genaue Physik dahinter verstehen möchte, kann sich gerne das Paper dazu ansehen. Der Link ist in der Beschreibung. Das Ergebnis ist jedenfalls eine Windkraftanlage für jede Oberfläche, jede Bodenbeschaffenheit und ohne gigantische, tonnenschwere Bodenfundamente, die zur Bodenversiegelung beitragen. Außerdem, die Vogelwelt wird überhaupt nicht beeinflusst. Doch wie viel Strom liefert so eine Anlage? Und rechnet sich das überhaupt? Eine 2,75 Meter große Vortex Bladeless Turbine liefert eine Leistung von 100 Watt. Das ist enorm wenig. Große Windkraftanlagen liefern nicht selten 5 bis 10 Megawatt. Wie passt das nun aber damit zusammen, dass wir am Anfang des Videos von einer zukunftsfähigen Technologie sprachen? Nun ja, zuallererst ist es gefährlich, nur die Leistung und nicht die Stromausbeute und vor allem die Kosten für den Strom zu vergleichen. Denn gerade hier glänzt das neue System. Der Strom aus Vortex Blade ist Hochrechnungen zufolge deutlich günstiger als aus anderen regenerativen Quellen. Wenn die Entwickler recht behalten, müsste der Strom also je nach Gegebenheiten 20 bis 40 Cent pro Kilowattstunde kosten. Bei Schwachwind sogar nur 3 bis 6 Cent pro Kilowattstunde. Das liegt vor allem daran, dass eine Vortex-Blade-Anlage aus kostengünstigen Materialien wie Kohlenfaserpolymere, Kunststoff, Stahl, Neodym und Kupfer besteht. Das ermöglicht eine gigantische, kostengünstige Massenproduktion. Zudem ist dann die Verteilung und der Vertrieb leichter, da man Vortex-Blade mit jedem Lastwagen oder Anhänger in großen Mengen transportieren kann. Doch der wohl größte Vorteil ist, dass die Anlage eine perfekte Nische einnimmt, die aktuell von kaum einer Technologie erschlossen werden konnte. Nicht nur wird aufgrund der geringen Höhe vor allem der bodennahe Wind nutzbar, gleichermaßen kommt Vortex Blade auch viel besser mit Schwachwind, also mit Windstärken von 2 Metern pro Sekunde bis 8 Meter pro Sekunde zurecht. Auch eignet sich dieses Konzept viel besser für sich stetig ändernde Windrichtungen und Windstärken. Hier versagen rotorbasierte Anlagen. Das Konzept kann also vor allem ergänzend zur bisherigen Windkrafttechnik, aber eben auch im Vorgarten oder auf dem Hausdach von Privatanwendern eingesetzt werden. Ersetzen wird diese Anlage aber kein großes Windrad.
Es ist lediglich ein Ansatz, um erneuerbare Quellen besser und breiter auszuschöpfen. Eine Windkraftanlage, die jedoch wirklich flächendeckend große Windräder ersetzen kann und ähnlich große Vorteile aufweist, ist jedoch der sogenannte Vertikalachser. Das Kraftwerk ist 105 Meter hoch und besitzt Rotorblätter mit einer Länge von 54 Metern. Auch dieses muss sich nicht neu ausrichten und soll den Vogelschlag massiv reduzieren. Doch die größte Besonderheit? Bezüglich des Lärmschutzes ist dieses Windkraftwerk Weltrekordhalter. Es ist so leise, dass es tatsächlich nur 45 Meter von einem Wohnhaus entfernt sein muss. Dadurch würden für die Windkrafttechnik enorme Flächen frei werden. Gebaut wurde die Anlage in Deutschland. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, klicke auf das angezeigte Video. Abonniere außerdem unbedingt diesen Kanal, um kein neues Video zu verpassen.